Hallo euch allen, da sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im nächsten Solo Battle. So, wir spielen auswärts im Lambeau Field, aber nicht gegen die Packers, sondern gegen die Indianapolis Colts. So, Sanders nimmt den Ball auf in der eigenen Goal Line. Retourniert über die linke Seite und kommt bis an die 38. Das war ein guter, fluffiger Return. So, dann wollen wir mal unsere Offense aufs Feld schicken. Wir suchen jetzt erstmal mit einem Lauf über Eddie George. Geht über die linke Seite. Da kommt ein Blitz von der rechten, dann passt das ja sogar noch besser. Ah, und kommen immerhin bis zur 46-Yard-Linie. 8 Yards Raumgewinn beim ersten Versuch. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Zweiter Versuch an 2. Will ich erstmal nur das First Down haben. Eddie George durch die Mitte. Kommt bis an die 49-Yard-Linie. Wir haben also die Mittellinie überquert. Erster Versuch und 10 an der 49. Jetzt probieren wir mal den Toss über die Außen. Eben was ja ein Lauf, der direkt hinter den Vorblockern nach vorne ging. Hier laufen wir erstmal parallel zur Line of Scrimmage. Oh weia. Der war aber mörderisch schnell. 3 Yards Raumverlust nach diesem Mörder-Tackle, den wir uns da eingefangen haben. Drive-Through-Corner. Heißt, wir schicken Amari Cooper in Motion. Ich schau mal, was Jarvin und was Sharp machen. Auch wie sich Johnson da verhält, weil ich sehe da hinten kein Free-Safety. Ja, der geht mit. Incomplete Pass. 3. und 13 damit. Die Colts-Defense zeigt hier gerade mal, was sie kann. Tight End Attack. Schau mal, was Keyshawn Johnson auf der Außen macht. Sharp in der Mitte, ist ansonsten meine Anspielstation. Die Safety geht nach innen. Shannon Sharp kann den Ball nicht fangen. Ja, wir haben wir müssen punten. Ich wollte sagen, 3 and out ist es Gott sei Dank nicht, aber das war alles, aber keine gute Angriffssequenz, die wir da gezeigt haben. So, wir punten. Der war, glaube ich. Scheiße. Der war aber mal richtig schwach. An der 24-Yard-Linie. Da habe ich mich doch optisch etwas täuschen lassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir hier jetzt nicht in Rückstand geraten. Quarterback ist eine Legende. Dan Marino von den Miami Dolphins. 1. und 10 an der 24-Yard-Linie. Und Marino hat Zeit, wirft vollständig. Beides an der 41-Yard-Linie. 1. Versuch und 10. Laufspielversuch durch die Mitte, das wurde aber gestoppt. Todd Gurley kommt nur 2 Yards weit. Heißt, wir haben jetzt einen 2. und 8 an der 43-Yard-Linie. Sehr schön, die Marcus Lawrence mit einem ganz sicheren Tackle gegen Todd Gurley. Kein Raumgewinn, wir haben einen 3. und 8 an der 43-Yard-Linie. Oh, Marino auf der Flucht und wird getackelt. Sean Lee kommt da durch. Ja, damit haben wir einen 4. und 22. Und die Colts müssen ebenfalls punten. So, Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen 15. Versucht jetzt über die linke Seite zu kommen. Hat da eine gewisse Lücke. Trägt den Ball bis an die 39-Yard-Linie. Das war, glaube ich, schon der letzte Spielzug im ersten Quarter. Also unentschieden, 0:0, noch keine Punkte. So, wir probieren den Pass über die Mitte, den Texas. Mit Sharp und mit Neal. Keyshawn Johnson auf der Außenseite links. Auch noch eine Option. Los geht's. Wir gehen auf unseren Fullback.
Und der hat ein neues First Down über der Mittellinie. An der 48-Yard-Linie stehen wir. Erster und 10. Erster vollständige Pass von Dak Prescott hier im Spiel. So, wir laufen bei diesem ersten und 10 über die Außen. Soll über die linke Seite gehen. Eddie George trägt den Ball 4 Yards nach vorne. 3 waren es. Nur 2. und 7. Ball ist an der 44-Yard-Linie. Inside Zone. Ich bleibe beim Laufspiel. Wir nähern uns schon so langsam dem 2-Minute-Warning. Geht über Eddie George. Mit Gewalt durch die Mitte. Dritter Versuch und 1. Das sehen wir aber erst nach dem 2-Minute-Warning, denn das kommt jetzt, die letzten 2 Minuten in der ersten Halbzeit berechnen. Wir probieren es einfach. Oh, da habe ich aber nicht den richtigen Spielzug. Ich wollte einfach durch die Mitte laufen. Das war mein Plan. Probieren wir auch mit Eddie George. Ich habe jetzt für Audible auf einem Lauf durch die Mitte gewechselt. Das hat aber gereicht zum First Down. Das war verdammt knapp. Aber 1. und 10 an der 37-Yard-Linie. Drive-Through-Corner. Wir schicken Amai Cooper in Motion. Ich schaue auch, was Jarwin und was Sharp anstellen. Los geht's. Amai Cooper kommt nach vorne bis zur 28-Yard-Linie. Das heißt, wir sind in Field Goal Range. Immerhin schon mal. Halfback Dive durch die Mitte. Geben also den Ball an Eddie George. Und der hat ein First Down an der 23-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Wir nähern uns also der Red Zone. Nehmen jetzt den Halfback Stretch, Lauf über die Außen. Geht über die linke Seite. Oh, da geht nichts. 2. und 14. Ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus hier versuchen, einen neuen First Down zu. Ich finde, mit 3 Punkten bin ich erstmal zufrieden. Sharp und Jarwin meine Anspielstationen. Amai Cooper geht in Motion. Den spielen wir auch an. Den kann er nicht festhalten. Knallharter Hit. Jetzt haben wir einen 3. und 14. Ja, da kann ich nur die Four Verticals nehmen. Das heißt, wir achten auf die Mitte, auf Sharp und auf Keyshawn Johnson. Amai Cooper wird höchstwahrscheinlich wohl kein Thema sein. Oder aber wir laufen selbst. Fourth and Inches. Hat nicht gereicht für ein First Down. Wäre es ein First Down gewesen, hätte ich noch schnell eine Auszeit genommen. Hätte ich nochmal versucht, in die Endzone zu kommen. Aber so schicke ich jetzt meine Field Goal Unit aufs Feld. Und erziele die ersten Punkte mit Ende der ersten Halbzeit. Wir gehen mit 3:0 in Führung. Halbzeit. So, in der zweiten Halbzeit fangen leider die Colts zuerst an, mit ihrer Offense das Feld zu betreten. Der Kickoff geht bis in die Endzone. Wir sehen einen Touchback, also Gegenwind bei den Colts. Im vierten Quarter werden sie also Rückenwind haben, wenn es dann nachher drauf ankommt. 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Dan Marino. Ball ist an der 34-Yard-Linie. Noch kein First Down. 2. Versuch und 1. So. Bin ich mal gespannt. Ja, Laufspiel. Nein, doch nicht. Play Action. Boah, wunderbares Play. Da kommt Walls einen Schritt zu spät. Erster Versuch und 10 an der 48-Yard-Linie.
Mittellinie haben die Colts also schon wieder überschritten. Wir haben mal gesehen, also Dan Marino ist zu second. Oh nein. Sanders verpasst den Ball. Das ist bitter. An der 19-Yard-Linie, damit neues First Down. Sie sind in meiner Red Zone. Und wie schnell das ging. Also meine Defense momentan nicht wirklich präsent. Hoffentlich ändert sich das. Knallharter Hit von Jalen Smith. Todd Gurley keine Chance. Verliert 2 Yards. Zweiter Versuch und 12 damit an der 21-Yard-Linie. Laufspiel. Das war gar nicht schlecht. Dritter und 7. Ball an der 16-Yard-Linie. Ganz wichtiger dritter Versuch jetzt. Ausgleich oder können sie weiter Richtung Touchdown schwimmen? Incomplete Pass. Da hat meine Defense Gott sei Dank gehalten. Jetzt der Field Goal Versuch. Dürfte aus der Entfernung eigentlich nur eine Formsache sein. Ja, so ist es auch. Es steht unentschieden. 3:3. 56 Sekunden haben wir noch zu spielen im Quarter Nummer 3. Der Ball ist unterwegs, geht bis in die Endzone. Sanders mit dem Return. Oh Gott, was sind die schnell. An der 20-Yard-Linie ist bereits Schluss. Erster Versuch in 10. So, wir versuchen durch die Mitte zu laufen. Halfback Dive. Über Eddie George. Boah, die kommen so schnell nach vorne. Wahnsinn. Also die 3 Yards, die habe ich mir mehr ergaunert, als wirklich strategisch erobert. Das machen die richtig gut. Tight End Drive. Ich muss mal versuchen zu werfen. Schau, was der Safety macht. Keyshawn Johnson wird an der Line of Scrimmage gedeckt. Safety geht mit nach hinten. Shannon Sharp in der Mitte frei. Kann er? Das ist nicht wahr. Die halten nicht einen Ball fest. Unglaublich schlecht, was meine Receiver hier zeigen. Jetzt muss ich schon wieder in die Four Verticals gehen, bei diesem 3. und 7. Sharp und Johnson, meine Anspielstationen. Ach Gott, das ist nicht zu glauben. Ganz schwaches Offense-Play. Ganz, ganz schwaches Offense-Play. So, der Punt ist unterwegs. Und der Return. Ja, die 6. Und ich verliere dieses Spiel, weil meine Offense nicht in der Lage ist, Yards zu produzieren. Also ganz schwach, was meine Receiver alle beim ersten Kontakt heute hier an Ballen fallen lassen. Das ist richtig übel. 1. und 10. Wir haben eine Flagge. False Start gegen die Offense. 5 Yards geht's zurück. Erster Versuch und 15 damit. So, Overstorm Brave. Jetzt haben sie gegen Rückenwind. Das heißt, ich rechne früher oder später mit irgendwelchen Passbomben, die kommen werden. Dann kommt ein Lauf durch die Mitte. Taktisch perfekt gemacht. Zweiter Versuch und 7 damit. Ja, also das Laufspiel funktioniert nicht. Meine Pässe kommen nicht an. Also das ist... Sieht alles sehr, sehr schlecht aus im Moment. Wieder ein Laufspiel. Todd Gurley macht hier jetzt 3. und 3 damit. Wieder so ein wichtiger dritter Versuch. Marino wirft lang. Ja, und das ist der Touchdown. Unfassbar. Und schon wieder ein meine Receiver fangen nichts und die Leute, die kannst du tackeln, die laufen einfach weiter.
Da könnte ich schon wieder wahnsinnig werden. Und ich glaube, bei meiner Offense-Leistung dürfte es das gewesen sein. Unglaublich schlecht gespielt. Oh, ich werde wahnsinnig hier. Kick ist bis in die Endzone. Und der Return von Sanders endet an der 29. Eine Sekunde noch bis zum Two-Minute-Warning. Und ich habe keine Ahnung, wie ich gegen diese Defense hier spielen soll. Go DBL Post. Cooper und Owens sind meine Anspielstation. Sharp meine Option. Ich gehe unten auf den Running Back, auf Eddie George. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Ball ist an der 37-Yard-Linie. Wir brauchen einen Touchdown. Und das gegen diese Defense. Die mir hier definitiv den Schneid abgekauft haben. Alter, ich bekomme hier Spielzüge. Ich kann nur die Four Verticals gerade nehmen. So, Cooper an der Line of Scrimmage gedeckt. Terrell Owens auch. Ich muss wieder schauen, was die Safeties machen. Owens, diesmal hält er den Ball fest. Ball ist an der 48-Yard-Linie. Wir sind über der Mittellinie. Erster Versuch und 10. Ich nehme wieder die Four Verticals. Alles andere ist nicht wirklich so prall. Ich komme nicht dazu, mal auf Amari Cooper zu werfen. Ich konzentriere mich jetzt hier wieder auch auf die Mitte, auf Shannon Sharp. Der hat den Ball. Neues First Down an der 31-Yard-Linie. Ja, ich kann doch momentan. Das ist, ich bekomme hier Spielzüge angeboten. Das ist unfassbar. So, auch hier wieder auf Sharp oder auf Keyshawn Johnson. Oder aber wir laufen selbst. Dak Prescott slidet ab, Ball ist an der 17-Yard-Linie. Wir sind in der Red Zone. So, Wide Receiver Drive über Amari Cooper. Den schicken wir jetzt in Motion. Ich schaue auch mal, was Jarwin macht. Mein Tight End. Amari Cooper hat den Ball. Kommt bis an die 6-Yard-Linie. Neues First Down. Wir kommen nicht ein, hat ein Slant-Spielzug. Einer war dabei. Johnson und Cooper meine Anspielstationen. Sharp ist meine Sicherungsoption. Los geht's. Oder aber wir laufen selbst und Prescott ist in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Der PET, ganz wichtig. Der ist gut, es steht unentschieden, 10 zu 10. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das noch was wird hier. Können wir das Spiel in die Overtime retten? Der Kick geht bis in die Endzone, wird aber herausgetragen von den Colts. Ein riesen Return. Da kommen meine Leute kommen noch nicht, die kommen nicht dran. Die kommen einfach nicht dran. Ich gehe in eine Cover 4 Quarters. Erster und 10. Beide Teams haben noch alle Auszeiten. Wie viel riskieren die Colts jetzt noch? Der ist intercepted. An der 42-Yard-Linie. Woods mit der Interception. Ja, eine Hail Mary ist klar, Freunde. Four Verticals. Ich werde versuchen, auf Amari Cooper oder auf Terrell Owens zu gehen. Auf einen von den beiden. Gehe nirgendwo hin, weil in dem Moment, wo ich werfen wollte, werde ich leider gesackt. Wir gehen in die Overtime. Ach du mein Gott, mein Nervenkostüm, das liegt schon wieder blank. Ja, fabelhaft, wir haben den Coin Toss verloren. Das heißt, erzielen die Colts einen Touchdown, ist das Spiel für uns vorbei. Wir müssen also sehen, dass wir es irgendwie schaffen, keinen Touchdown zu kassieren. Dann haben wir selber nochmal eine Chance. Und wir haben ja auf einmal gesehen, die Defense der Colts ist doch verwundbar. So, dann eröffnen wir mal die Overtime.
mit einem langen Kick bis in die Endzone. Da werden wir, glaube ich, keinen Return sehen. Nein, Touchback. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Ich werde mal in einer Cover 4. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Marino. Ball ist an der 32-Yard-Linie. 2. und 3. Wir blitzen mit beiden Safeties bei diesem 2. und 3. Also Woods und auch Heat kommen jetzt nach vorne. Incomplete Pass. Stark verteidigt hier von Byron Jones. 3. und 3 damit. Das heißt, wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance, die Offense hier vielleicht vom Feld zu kriegen mit diesem 3. und 3. Ich bleib in der Cover 4. Aber das ist ein First Down. First Down an der 42-Yard-Linie, 1. und 10. Wir ziehen wieder beide Safeties nach vorne. Woods und Heat. Versuche den rechten Tackle aus dem Weg zu blocken. Und ein neuer First Down. Todd Gurley durch die Mitte. Ball ist an der 48-Yard-Linie. Sie haben die Mittellinie überschritten. Erster und 10. Nein, das ist... Wie kann man denn da... Oh, nee. Ach, das ist doch nicht zu glauben. Also, wie kann man da den Running Back nicht tackeln? Ich glaube das nicht. So, jetzt sind sie in Field Goal Range. Und ich kriege hier gerade den Arsch voll. Ich gehe in eine Zone Defense hinein. Erster und 10. Ball ist an der 24-Yard-Linie. Ja, ist klar. Zwei Verteidiger drumherum. Ach, Leute, das ist nicht zu fassen. Und, also meine Defense, jetzt hat sie eben hat sie einmal wunderbar gespielt. Und jetzt hat sie das Spiel irgendwie komplett eingestellt. Ball ist an der 11-Yard-Linie. Wie gesagt, mit einem Touchdown ist das Spiel vorbei. Ohne, dass wir noch einmal kontern können. Erster und 10 an der 11. Ein Yard Raumverlust bei diesem Run. Von Todd Gurley heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 11. Ich gehe in eine Cover 4. Wieder Laufversuch, Jalen Smith mit dem guten Tackle. Wir haben einen 3. und 10. So, jetzt wird es sich entscheiden. Wird das Spiel jetzt beendet mit diesem Spielzug oder aber wird es nur ein Field Goal und wir können nochmal kontern. Marino wirft in die Endzone. Unglaublich. Mein bester Verteidiger Sanders steht da, hat keine Chance. Wir verlieren in Overtime, ohne dass unsere Offense aufs Feld kommt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.